Hallo und willkommen zurück mit den neuesten Nachrichten über The Berlin Tag und Nacht Vorschau für Folge 2326 bis 2327. In der Folge 2326 Amelie bekommt am Morgen mit, wie bei Olivia und Dean immer noch Ärger im Paradies herrscht. Angestachelt von Lynn, macht sie sich daraufhin schick und besucht Dean unter dem Vorwand, von ihm Nachhilfe zu wollen. Gemeinsam verbringen die beiden einen tollen Nachmittag. Als Amelie sich versehentlich mit ihrem Getränk vollschüttet, leiht Dean ihr sogar seinen Hoodie. Sie hat keinen blassen Schimmer, dass er sich ihr gegenüber einfach unglaublich schuldig fühlt, weil Olivia und er sie kürzlich angefahren haben. Nur aus diesem Grund ist er so zuvorkommend. Amelia jedoch deutet sein Verhalten und das Geschenk völlig falsch und glaubt ernsthaft, dass Dean etwas von ihr will. In der Folge 2327, es ist Bastis Geburtstag und gestärkt durch seine Zeit im Wald, kämpft er entschlossen vor Frau Emmeling dafür, wieder als Lehrer arbeiten zu dürfen. Tatsächlich kann er sie überzeugen und sich sogar gegen den Spott seiner Schüler behaupten. Doch als sich Lynn ihm gegenüber extrem respektlos verhält, brennt bei Basti eine Sicherung durch und er macht Lynn vor der ganzen Klasse fertig. Später sucht er die Schülerin auf, um das Kriegsbeil endlich zu begraben, denn er sieht ein, dass er übertrieben hat. Doch Lynn flippt völlig aus und schlägt Basti ins Gesicht. Schreiben Sie uns in der Zwischenzeit Ihre Gedanken in den Kommentarbereich unten. Und wie immer, besuchen Sie unseren Kanal, um die neuesten Nachrichten, Updates und Enthüllungen über Berlin Tag und Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Tschüss.